Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für die Westlausitz. Wir beginnen heute mit Nachrichten aus der Region. Am 26. September sind wieder Bundestagswahlen. Und wie zu jeder Wahl werden auch dieses Jahr wieder freiwillige Helfer gesucht. Denn bei fast 60 Millionen Wahlberechtigten kommen so einige Wahlzettel zusammen. Vor allem kleinere Gemeinden sind da auf die Hilfe von Freiwilligen besonders angewiesen. Die Stadt Kamenz sucht derzeit nach Wahlhelfern für die Bundestagswahl am 26. September. Bis zu 150 Helfer können zu der reibungslosen Durchführung der Wahlen beitragen. Zusätzlich benötigt die Stadt 19 allgemeine und 2 Briefwahlvorstände. Der Helfereinsatz am Wahltag erfolgt entweder von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr oder von 12.30 Uhr bis 18 Uhr. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich per E-Mail an wahlen@stadt.kamenz.de oder telefonisch unter 03578 379 157 bei der Stadtverwaltung Kamenz melden. Am Donnerstag, den 10. Juni, wird es in ganz Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis geben. Wir sprachen mit Peter Lindner, dem Vereinsvorsitzenden im astronomischen Verein Hoyerswerda, um etwas mehr über dieses seltene Naturphänomen zu erfahren. Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen der Sonne und der Erde hindurch und verdunkelt die Sonne. Und bei einer partiellen Sonnenfinsternis, dann haben wir den Effekt, dass der Mond nicht direkt zentral drüber geht, über die Sonnenscheibe, sondern halt versetzt. Ja, da ergibt sich halt, dass bloß ein Viertel bedeckt ist oder nur die Hälfte bedeckt ist, kann manchmal auch 90% sein. Ja, aber die Sonne ist halt nicht bedeckt und es wird nicht völlig dunkel, sodass man dann auch die Corona sieht, die eigentlich so das Highlight ist bei einer totalen Sonnenfinsternis. Der passionierte Hobbyastronom kann sogar in seinem eigenen Garten professionell die Sterne beobachten. Mit seiner privaten Sternwarte ist er bestens auf die kommende Sonnenfinsternis vorbereitet. Die Sonne wird am Donnerstag ungefähr zu 21% bedeckt sein. Doch wann ist dieses Spektakel am Donnerstag eigentlich am besten zu beobachten? Also eigentlich zur besten Zeit, genau mittags. Ja, es fängt so kurz, ich denke mal so 11.40 Uhr fängt es an und geht dann so über 2 Stunden. Also man sieht dann die erste Einbeulung an der Sonne, dass dann irgendwas passiert. Ja, und dieses Halbrunde, was man dann sieht, wird halt immer mehr, bis es dann zum Maximum kommt nach einer Stunde. Man darf sich aber jetzt nicht vorstellen, dass dann die Sonne wahnsinnig bedeckt ist, sondern wir erreichen bei uns leider nur so 20% Bedeckung der Sonnenoberfläche. Ja, und dann nimmt es eigentlich auch schon ab. Wie in vielen Bereichen des Lebens ist auch beim Beobachten der Sonnenfinsternis Vorbereitung das A und O. Eine Sonnenbrille allein bietet leider nicht den notwendigen Schutz. Am besten ist es, wenn sie ausgerüstet sind und haben einen guten Sonnenfilter. Das ist eigentlich das Sicherste, was man hat. Wer vielleicht von den vergangenen totalen Sonnenfinsternissen, vielleicht noch von 1999, einer hat, so eine gute Brille, die man dann einfach aufsetzt, da ist man eigentlich am sichersten, weil da ist eine Folie drin, die ist metallbedampft, sodass die dann auch die UV-Strahlung zurückhält. Weil gerade die UV-Strahlung ist eigentlich das Schlechte daran. Man könnte jetzt auch eine beruste Glasscheibe nehmen oder Schweißerglas. Die lassen aber leider das UV-Licht durch. Und unser Auge hat leider keine Schmerzrezeptoren, sodass wir dann nicht bemerken, wie bei uns bei der Haut. Wenn die brennt, dann gehen wir ja automatisch in den Schatten, aber beim Auge merkt man das nicht. Ja, und da können also Schädigungen auftreten. Sollte das Wetter am Donnerstag einen Blick auf die Sonne nicht zulassen, gibt es im Oktober 2022 bereits die nächste partielle Sonnenfinsternis zu sehen. In Deutschland ist die nächste totale Sonnenfinsternis erst im Jahr 2081 zu sehen.
Aufgrund stabiler 7-Tage-Inzidenzen unterhalb von 50 können Schulen und Kindertageseinrichtungen in den Landkreisen Görlitz und Bautzen ab heute wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Damit kann wieder Präsenzunterricht für alle Schüler auch ohne Teilung der Klassen stattfinden. Auch in Kindertageseinrichtungen ist wieder ein Regelbetrieb entsprechend den pädagogischen Konzepten möglich. In den Brandenburger Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster sind bereits seit Montag auch die weiterführenden Schulen im Präsenzunterricht mit ungeteilten Lerngruppen wieder geöffnet. Ein Lottospieler aus dem Landkreis Bautzen hat den 4. sächsischen Millionengewinn des Jahres abgeräumt. Wie die Lottogesellschaft am Montag mitteilte, gewann der Tipper bei der Ziehung am 5. Juni mehr als 1,6 Millionen Euro. Der Geschäftsführer der sächsischen Lotto GmbH, Frank Schwarz, freut sich sehr über den 4. Millionengewinn bei Sachsenlotto in diesem Jahr und gratuliert den Gewinner herzlich. Er ist nun der 150. Millionär, den es durch Sachsenlotto im Freistaat gibt. Der Lotto-Jackpot steht aktuell bei rund 32 Millionen Euro. Der Bautzener Landrat Michael Harig macht auf die Angebotsverknappung bei Baustoffen aufmerksam. Laut Harig ist die Ursache dieser Entwicklung, dass große Konzerne ihre Produktion herunterfahren, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. Trotz Bedarf und Kapazitäten würden die großen Konzerne das Angebot künstlich verknappen und die Preise so in die Höhe treiben. Landrat Harig fordert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier auf, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Kostensteigerungen von 30-100% bei fast allen gängigen Materialien und Lieferverzögerungen von mehreren Monaten sorgten bereits für massive Probleme bei privaten, öffentlichen und gewerblichen Investitionen, so Harig. Der neue Anlaufpunkt des Sparkassenmobils im Kamenzer Ortsteil Deutsch-Baselitz wird gut angenommen. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden stellt diesen Service seit Anfang Mai aufgrund häufiger Nachfragen der Einwohner nach einem zentralen Haltepunkt bereit. Immer dienstags von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr hält das Mobil in der Ortsmitte auf dem Dorfplatz. Aktuell nutzen bereits einige Bürger den neuen Service. Ob dieser bestehen bleibt, haben die Deutsch-Baselitzer laut der Stadt selbst in der Hand. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Suche nach einem sicheren Atommüllendlager dauert nun schon einige Zeit an. Auch die Lausitz war schon mehrfach im Gespräch. Vom 10. bis zum 12. Juni findet nun der zweite Beratungstermin statt. Jeder Bürger und jede Bürgerin kann sich sogar aktiv an der Diskussion beteiligen. Wie auch Sie sich daran beteiligen können, das erfahren Sie jetzt von uns. Vom 10. bis 12. Juni findet der zweite Beratungstermin für die Suche nach einem sicheren Atommüllendlager statt. Nach einer Fachkonferenz und dem ersten Beratungstermin will man nun möglichst viele Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen aktiv in das Verfahren mit einbinden. Auf Grundlage des Standortauswahlgesetzes werden nun deutschlandweit Orte gesucht, welche die besten Kriterien für die sichere Lagerung von hochradioaktiven und wärmeerzeugenden Abfällen bieten. Die Suche nach einem Endlager ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dabei sind alle gefragt, um die beste Lösung zu finden für den Atommüll, der in Deutschland entstanden ist. Umso wichtiger ist es, dass sich möglichst viele konstruktiv in den Prozess mit einbringen. So Verbraucherschutz-Staatssekretärin Anna Heyer-Stuffer. Die Beratung wird ausschließlich digital per Livestream stattfinden. Wer sich an der Diskussion beteiligen möchte, muss sich zuvor unter fachkonferenz-anmeldung.de anmelden. In Panschwitz-Kuckau fand am vergangenen Dienstag der Spatenstich des neuen Spielplatzes für den Hort des christlich-sozialen Bildungswerks Sachsen statt. Die Kosten der Neuerrichtung des Hortspielplatzes belaufen sich auf insgesamt 122.000 Euro. Davon werden 70% vom Bund gefördert. Den Eigenanteil teilen sich die Gemeinde Panschwitz-Kuckau und der CSB. Für den neuen Spielplatz ist so einiges geplant. Hier entstehen verschiedenste Spielelemente. Wir haben die Bewegung, der Sport ist im Vordergrund. Wir haben hier Klettergerüste, wir haben
eine Einrichtung für Basketball, eine Tischtennisanlage, ein kleines Trampolin. Dann auch für die Hortkinder Sitzmöglichkeiten, wo sie sich ganz einfach nach der Schule auch mal treffen können, sich mal ein bisschen austauschen können. Natürlich das ganz wichtige Thema der gesunden Ernährung, was beim christlich-sozialen Bildungswerk auch ein sehr wichtiges Thema ist, haben wir hier in diesem Bereich berücksichtigt. Es wird ein Hochbett entstehen, wo wir dann für unsere Küche, die auch im Hort neu gebaut wurde, dann auch die Lebensmittel, die dann hier bei uns wachsen, dann auch in der Küche mit verwerten können. So wie das dann auch das Thema gesunde Ernährung bei den Kindern bereits in dem Vorschulalter oder im Schulalter auch tagtäglich präsent ist und dementsprechend auch das Thema auch sensibilisiert wird. Das Thema Natur sollte natürlich auch bei der Beschaffung des Materials eine große Rolle spielen. Die gesamten Spielgeräte werden aus Rubinienholz sein, also auch Natur. Das Thema Natur ist ganz wichtig. Wir wollen eigentlich so wenig wie möglich irgendwelche Kunststoffteile hier verbauen. Thema Holz, Natur. Gesunde Ernährung sollte hier das im Prinzip sollte hier im Vordergrund stehen und halt ein Hauptthema sein, was wir hier in dem Hort tagtäglich auch leben in unserer Bildungsarbeit. Neben den Spielgeräten ist auch eine neue Bewässerungsanlage geplant. So soll dafür gesorgt werden, dass auch in heißen Sommermonaten die Pflanzen- und Wiesenflächen grün bleiben. Für das Projekt ist eine Bauzeit von 3 Monaten angesetzt. Die bisherige Vorsitzende des Fördervereins Prelle, Marion Junge, hat ihre Mitgliedschaft im Verein mit sofortiger Wirkung gekündigt. Sie wirft anderen Vereins- und Vorstandsmitgliedern vor, sie zu mobben und ihr den Zutritt zum Vereinsbüro und zum Museum zu verwehren. Außerdem, so Junge, sehe sie sich Klagen wegen Untreue ausgesetzt. Zu den Adressaten der Vorwürfe zählt offenbar der Betreiber der benachbarten Segway-Anlage Lars Hoffmann. Dieser wirft Marion Junge wiederum vor, nicht genug für die Instandhaltung der technischen Anlagen im Museum getan zu haben. Marion Junge selbst erklärt, den Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit, Bildungs- und Familienangebote gelegt zu haben, um das Museum bekannter zu machen. Große technische Investitionen seien aus dem Vereinsbudget nicht leistbar gewesen. Sachsens Obstbauern starteten am Donnerstag offiziell mit der Erdbeerernte. Allerdings müssen sich die Selbstpflücker noch etwas gedulden, denn die Beeren sind noch nicht fertig gereift. Wenn die Erdbeeren dann in 1 bis 2 Wochen bereit zur Ernte sind, müssen Besucher auf den Feldern natürlich einige Corona-Regeln beachten. So wird darauf hingewiesen, dass zwar keine Maskenpflicht besteht, man dennoch auf den nötigen Abstand zum nächsten Pflücker achten sollte. Und auch beim Einlass sowie der Bezahlung ist etwas Geduld mitzubringen. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz gibt es zum Selbstpflücken 3 Anlaufstellen. Diese befinden sich in Hoyerswerda, Schirgeswalde und Zittau. Sachsenforst und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wälder hat Schülerinnen und Schüler zu einem Kreativwettbewerb zur Verbesserung der Waldsituation aufgerufen. Der Wettbewerb gliedert sich in 2 Kategorien. In der ersten, für Grundschulen der Klasse 2 und 4 sowie für Förderschulen, können Kinder ihren Zukunftswald basteln, malen oder auch in einem Video festhalten. In der 2. Kategorie, für die Klassen 6 bis 10, wird es etwas spezifischer. Die Schüler sollen ein Projekt planen, welches sie gerne in ihrer Region umsetzen möchten. Dabei geht es um die Auseinandersetzung mit der aktuellen Waldsituation. Weitere Informationen zum Kreativwettbewerb sind im Internet unter www.sbs.sachsen.de zu finden. Die Vollsperrung des touristischen Rad- bzw. Wanderwegs zwischen Ilsekanal und Lieske wird ab Freitag, dem 4.6. teilweise aufgehoben. Es betrifft den Abschnitt vom oberen Landgraben bis zum Gewerbegebiet bzw. Sanierungsstützpunkt entlang der Ostböschung des Sedlitzer Sees. Die Umleitung über Barnsdorf, Almosen und Dörrwalde nach Sedlitz und in die Gegenrichtung gilt weiterhin, voraussichtlich bis Ende Juli, teilt die LMBV mit. Der Sedlitzer See ist in der sogenannten Restlochkette, welche aus dem Tagebau Sedlitz-Skado-Koschen besteht, der letzte, der durch die LMBV gestaltet und geflutet wird. Am Seeufer entstehen unter anderem ein Gewerbegebiet, ein Sanierungsstützpunkt für das LMBV-eigene Gewässerbehandlungsschiff und ein sogenannter Wasserwanderrastplatz. Erneut haben Betrüger versucht, ältere Menschen aus Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda mit sogenannten Schockanrufen Geld aus der Tasche zu ziehen. Alle Anrufe wurden allerdings beendet und Angehörige sowie die Polizei informiert.
In Bautzen gab sich eine Unbekannte bei einem Senior als Enkelin aus. Sie hätte einen schweren Unfall gehabt und benötigte 30.000 Euro für den Schaden. In Kamenz bat am Telefon eine vermeintliche Familienangehörige um Geld für eine Anwaltsrechnung. In Hoyerswerda forderte ein Polizeibeamter von einem Rentner am Telefon gar 45.000 Euro, weil die Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. In einem zweiten Fall hieß es, die Enkeltochter hätte jemanden totgefahren und müsse nun ins Gefängnis. Die Seniorin gab an, 5.000 Euro zu Hause zu haben. Das reichte den Betrügern aber offenbar nicht aus. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstagnachmittag in Bernsdorf aus dem Verkehr gezogen. Er war aufgrund eines Hinweises von einer Streife auf der Ernst-Thälmann-Straße gestoppt worden. Dabei bestätigte sich, dass der Einheimische ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem war an dem Wagen ein falsches Kennzeichen angebracht. Ein Alkoholtest ergab den Wert von über 1,5 Promille. Der Mann hat für die Gesamtaktion 3 Anzeigen erhalten. In den frühen Samstagabendstunden kam es zu einem Rettungs- und Polizeieinsatz an den Steinbergen in Jesau, Ortsteil Kamenz. Hier trafen sich zunächst 3 Jugendliche, alle im Alter von 14 Jahren, welche Musik hörten, sich unterhielten und hochprozentigen Alkohol frönten. Einer der Herren war plötzlich so betrunken, dass ein lebensbedrohlicher Zustand eintrat und sich ein Rettungswagen um ihn kümmern musste. Schließlich wurde er mit diesem in die Kinderklinik nach Hoyerswerda eingeliefert. Die Eltern der beiden anderen wurden über die Situation informiert. Die Jungs erhielten Platzverweise und mussten sich nach Hause begeben. Auch sie standen unter Einfluss von Alkohol. Seit Mittwochabend ist das Feuer in Lausnitz weitestgehend gelöscht. Die evakuierten Bewohner konnten am Nachmittag wieder in ihre Häuser zurückkehren.